Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom. Neuer Tag, neues Glück und hoffentlich jetzt auch endlich die Küche auf, dass ich da vielleicht ein paar Kochrezepte lernen kann. Denn wie wir ja erfahrungsgemäß wissen, kann man mit Kochen ja immer über Geld machen. Was könnte ich heute essen? Curry, Omelettreis oder Pasta? Was war das denn? Ups. Loomis, was war das für ein Geräusch? Kam es aus dem Keller? Entschuldige, Nomita. Habe ich dich erschreckt? Mein Experiment ist nicht geplant gelaufen. Experiment? Und was war das für ein Geräusch? Warum auch immer gab es plötzlich eine Explosion? Explosion? Mir ist nichts passiert, aber alles das war voller Rauch und der Keller liegt bestimmt in Trümmern. Nun muss ich alles aufräumen. Das klingt nach viel Arbeit für eine Person. Ich könnte doch helfen. Würdest du? Das wäre toll. Okay. Danke, Nobita. Ohne dich wäre ich immer noch dabei, hier Ordnung zu schaffen. Gern geschehen. Was für ein Experiment hast du eigentlich gemacht? Schön, dass du fragst. Tatsächlich versuche ich, Riesengemüse zu züchten. Riesengemüse? Meinst du etwa wie die Riesenrübe? Ist das eine Geschichte aus deiner Welt? Ich kenne sie leider nicht. Ja, es geht um eine riesige Rübe, die nur von allen zusammen rausgezogen werden kann. Wow, wie haben sie es geschafft, so eine große Rübe zu züchten? Ich glaube, das wird in der Geschichte nicht erwähnt. Es war ja nur ein Märchen, aber genau diese Größe meine ich und nicht nur bei Rüben. Wenn ich so großes Gemüse züchten könnte, würde man schon mit wenig viele Bäuche füllen können. Und statt und satt sein macht glücklich. Willst du die Stadtbewohner wirklich glücklich machen, Loomis? Woher weißt du, wie man solche Experimente durchführt? Hast du dir das selbst beigebracht? Nein, mein Vater zeigte es mir. Dein Vater? Mein Vater war der König dieses Königreiches, aber auch ein Gelehrter. Er studierte gerne alles Mögliche. Altertum, Maschinen und vieles andere. Er hatte Antworten auf alle meine Fragen. Er muss ganz schön klug gewesen sein. Ja, das war er. Er war mein Vorbild. Darum wollte ich, dass er mir alles beibringt, was er weiß. Verstehe. Es ist schon lange her. Und doch mache ich immer wieder diese Fehler. So werde ich nie so werden wie er. Kopf hoch, Loomis. Versuch es weiter. Du wirst alles erreichen, was du dir vornimmst. Ach, Nobita. Du hast recht. Der einzige Weg zu scheitern ist, erst gar nicht es zu versuchen. Das ist die richtige Einstellung. Richtig, denn aus Fehlern lernt man. Oh Mann. Halt, falsch. Zusammengehen. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Na gut, auch nicht wirklich viel, aber egal. Einen wunderschönen guten Morgen, Nobita. Hi, Minister Onius. Was kann ich für Sie tun? Ich komme, um dir zu sagen, dass wir morgen ein Übungsschießen abhalten. Ich hatte gehofft, dass du dich für uns vielleicht anschließen möchtest. Ich weiß nicht. Wenn du versuchen willst, komm morgen auf den Halligalli-Platz. Ich werde dich auch in Zukunft über Feste und andere Ereignisse informieren. Aber vielleicht nicht immer höchstpersönlich. Jedenfalls sind Feste eine gute Möglichkeit, um Zeit mit deinen Nachbarn zu verbringen. Das stimmt, danke, Mister. Nuss. Ist doch schon wieder weg. Genau. So, wo haben wir... Mann, wo kommt jetzt schon wieder... der Frosch im Hals her? Ach, ich bin trotzdem schneller als du, Doraemon.
So. Dann gieß ich halt da, wenn du da gehst. Oh, die Blumen sind sogar fertig dann. Es ist schön, wenn die fertig sind. Dori, lass mich durch. Na komm. Ich darf die noch gar nicht ernten. Nee, darf ich noch nicht. So, alles erledigt, Dory. Erdbeeren sind auch noch nicht fertig. Na, egal. Danke, Nobita. Oh, wir sollten überall auf der Farm bunte Blumen pflanzen, oder, Nobita? Sieht so toll aus, Gertrud. Mal gucken, kann ich mir schon Milch holen oder nicht? Alpaka-Vlies. Oh mein Gott, viel zu viel zu erledigen. Halt, jetzt muss ich wechseln. Hier muss ich ran. Halt, ich brauche 3 Stück. Müsst nicht unbedingt raus. Ich glaube, das bringt nicht so viel, dass ich sie rausbringen würde. Ein Huhn darf ich nicht bürsten. Verdammt. Dann gucken wir mal, was haben wir denn als Aufgaben bekommen? Fand ich mit Gidori an, mit Lumis an, mit Pip an, mit Ivo an und geh zum Sonnenstrand. Pip und Doraemon, Ivo und Suneo, Hiro. Lumis ist erledigt. Okay, Sally, Poppy, Gidal, Ori und so weiter. Ach man. Gänseblümchen. Oh, guck mal, Doraemon habe ich schon sehr hoch. Schön. Mary, Garrett, Pip, Ivo, Dori. Müssen nur wissen, wo die sind. Ah, da starten überall Events, okay. Danke, Nobita. Wie willst du diese Farm alleine führen? Kannst du überhaupt ein Kraut jäten? Ja, das kann ich. Besser als du. Besser wie du. Oh, ein Geschenk, danke. Willkommen. Ist alles da, was du brauchst.
So ein paar Leckerlis kaufen. Kann man nämlich gut verschenken. Warum alles mal teuer halten, ne? Mich? Willst du, dass wir bessere Freunde werden? Ja. Willkommen, Nobita. Was darf es heute sein? Nix. Raymond, du stehst immer im Weg. Meine Güte. So. Hoffen wir jetzt mal, dass heute die liebe, nette Gastronomie auf hat. Macht die schon um 9 Uhr auf, oder nicht? 10 Uhr. Okay. Das heißt, die macht gleich noch auf. Mich danke, Nobita. Oma hat mir viele alte Geschichten erzählt, dass das alles so lange her ist. Du bist heute früh auf den Beinen, was? Diese Energie färbt glatt ab. Ein Geschenk für mich, danke dir. Ernsthaft? Meine Güte, ey. Doraemon macht sich aber auch dick, oder? Hier zum Frühstück ein paar Leckerlis. Für mich danke, Nobita. Das ist echt lecker. Für mich danke schön. Nom, 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 nom. Dann ist das auch schon mal erledigt. Muss ich mich mit den Jungs auch anfreunden? Keine Ahnung. Ein Geschenk? Danke dir. Neue Orte machen dich nervös. Warum? Alles gut, Kopf hoch. Das ist sehr nett, aber wir dürfen keine Geschenke annehmen, Kumpel. Also mit dem muss ich mich nicht befreunden, okay. Danke, das mag ich sehr. Was? Du möchtest dich besser anfreunden? Wie süß. Niemand will in einem dreckigen Imbiss essen. Wir halten hier alles blitzblank. Für mich? Vielen Dank. Muss schwer sein, in deiner alten Farm eine Farm zu führen, oder? Ach, dann wird jetzt gleich im Burgplatz was passieren. Fragen mich, was das empfohlene Gericht ist. Könnt ihr dir bitte verkaufen? Ich will Rezepte kaufen. Vielleicht teleportiert sich da einfach hin, ne? Danke. Aber wo ist der Haken? Danke fürs Vorbeischauen. Sprich mit Poppy, wenn du etwas brauchst. Hereinspaziert. Was darf es heute sein? Eine Leckerei aus Früchten in einem puddingdicken Teig. Wenn die Kombination aus frischen Früchten und Sahne alleine nicht überzeugt, dann wohl die Textur. Grüner Eintopf. Zunächst mal habe ich jetzt das Rezeptbuch auch hier zufälligerweise drin. Nee, ne? Hm. Nee, leider nicht. Nee. Schade. Gut, dann starten wir das Event. Schauen. Eine Verkostung? Ja, heute im Imbiss. Ich wollte fragen, ob du kommst. Verstehe. Hm, tut mir leid, aber heute kann ich nicht. Warum nicht? Hast du zu tun? Nicht besonders viel. Ich will nur lieber nicht hingehen. Hä?
Dann, man sieht sich. Ach Mann. Idal. Oh, du bist Nobita. Was kann ich für dich tun? Wir veranstalten heute eine Verkostung im Imbiss. Kommst du? Eine Verkostung? Oh, wow. Ehrlich gesagt habe ich heute keinen großen Appetit. Ja, das ist es. Ich habe schon gegessen. Bin pappsatt. Tut mir echt leid. Frag doch lieber wen anders. Oh. Niemand will kommen. Was mache ich jetzt? Oh, Nobita. Warum machst du denn so ein langes Gesicht? Ach, Doraemon. Junge, was für ein Pech. Und mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Du hast nicht zufällig ein Apparat, der mir helfen könnte, oder? Aber klar doch. Also mal sehen. Ah, hier. Einladungspillen. Das ist ja kein Apparat, oder? Damit wirst du keine Probleme haben, die Leute in den Imbiss zu bekommen. Zuerst brichst du eine Tablette durch und lässt eine Hälfte im Imbiss. So, dann gibst du die andere Hälfte der Person, die du einladen willst. Oh, perfektes Timing. Und hopp. Hä? Was passiert jetzt? Sie selbst. Was war das? Oh, fast hätte ich vergessen. Ich wollte ja mal wieder im Imbiss vorbeischauen. Sollte mich besser beeilen. Wow, das hat sofort gewirkt. Ist die perfekte Einladung. Los, probier's selbst aus. Danke, Doraemon. Du hast mir echt den Hintern gerettet. Keine Ursache. Ich hoffe, die Verkostung wird ein voller Erfolg. Ich auch. Danke nochmal. Nobita, da bist du ja. Es scheint, du konntest ein paar Leute zusammentrommeln. Irgendwo hatte ich mehr erwartet. Wir haben Gidal, Kai und Oliver. Das sollte genügen. Weißt du, Garrett und Poppy waren wirklich froh, dass du die Einladung übernommen hast. Wirklich? Das ist schön. Wieso verschlägt es dir plötzlich die Sprache? Na, wie auch immer. Die Verkostung ist da drüben im Gange. Lass uns nachsehen, wie es läuft. Ja. Also, was meint ihr? Wie soll ich sagen? Sei ruhig ehrlich. Wenn ihr etwas nicht schmeckt, passe ich gerne meine Rezepte an. Also? Nun, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich es so direkt ausdrücke wie möglich... Ich bin sicher, viele Leute finden das sehr lecker, aber ich persönlich mache mir nichts daraus. Du machst dir nichts daraus? Wie meinst du das? Nun ja, Mystia essen generell nicht viel Fleisch. Wir bevorzugen leichte Kost mit viel frischem Gemüse. Ich wette, da ist Fleisch drin. Das mag ich ehrlich gesagt nicht besonders gern. Ich mag Fleisch, aber Gemüse? Nein, danke. Die meisten Doganer wären meiner Meinung. Und wir Isepts mögen weder Geflügel noch Gemüse besonders gern. Für uns ist Fisch ein echter Gaumenschmaus. Mystia, Doganer, Isepts, wir alle sind verschieden. Das ist logisch, dass unser Geschmack variiert. Wenn du die gesamte Stadt bewirten möchtest, solltest du den Geschmack aller Völker berücksichtigen. Daran lag es also. Doganer sind glücklich, solange es Fleisch gibt. Nichts geht über ein großes, saftiges Stück Fleisch. Wir sind ein einfaches Volk. Wir haben nichts mit faden Grünzeug oder stinkendem Fisch am Hut. Gidal. Ich muss schon sagen, deine Ausdrucksweise geht mir etwas gegen den Strich, Gidal. Ich persönlich könnte sehr gut ohne fertiges Fleisch und miefenden Fisch auf meinem Teller leben. Wie kannst du so über den Fisch reden? Frischer Fisch ist sowohl Fleisch als auch Gemüse haushoch überlegen, was Geschmack und Nährstoffgehalte angeht. Du kapierst es einfach nicht. Es geht nicht nur um den Geschmack, sondern auch um das Mundgefühl. Fisch fühlt sich toll im Mund an. Merkt ihr das? Was hast du gesagt? Das reicht jetzt. Garrett? Dank euch allen fürs Kommen. Seid versichert, dass ich über eure Meinung nachdenken werde. Und damit ist die Verkostung beendet. Ihr könnt jetzt gehen. Sicher habt ihr heute noch was anderes vor. Stimmt. Ja, tut mir leid, dass ich etwas auf Krawall gebürstet war, Garrett. Mir auch. Bitte entschuldige, dass wir Ärger gemacht haben, nachdem du dir solche Mühe gegeben hast. Ach, macht euch deswegen keine Gedanken. Tut mir leid, Garrett, so hatte ich mir die Verkostung nicht vorgestellt. Was tut dir leid? Wir haben doch genau das herausgefunden, was wir wissen wollten.
Und ein bisschen Gezänk zwischen den Völkern war unvermeidlich. Das hat es schon immer gegeben. Ich schätze, du hast recht. Lassen wir es für heute gut sein. Wir können später darüber nachdenken, was das alles für uns bedeutet. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. So. Aber jetzt möchte ich eigentlich noch wissen, was ich da jetzt für Rezepte habe, wie ich die kochen kann, was ich dafür brauche. Weil, ja, wie soll ich was kochen, wenn ich nichts habe, ne? Und ich kann übrigens mein erstes Ei rein theoretisch verkaufen, aber ich gucke jetzt erstmal, wie gesagt, ob ich davon nicht irgendwas brauche. Oh Mann, oh. Ich darf einen Pudding... Ach, ich brauche einen Schneebesen. Nein, ich brauche einen Schneebesen. Das gibt's da nicht. Und das kann ich immer wieder machen. Ich würde gerne wissen, was das für ein Fisch ist. Ist das egal? Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns im nächsten Part einen Schneebesen und erledigen noch ein paar weitere Aufgaben, denn wir haben ja noch so einiges hier zu erledigen, ne, wie wir hier sehen. Ach, immer drücke ich falsch. Ne, wo ist denn die Aufgabe? Hä? Was ist denn? Das ist irgendwie ganz komisch sortiert. Okay. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ja. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.